Neue Messe, neues Glück. Wir sind wieder mal auf der Messe unterwegs und schauen uns wieder mal ein paar Campervans und Wohnmobile an. Ja, und dann nehmen wir euch mal wieder mit. Der Adonis, ah, stimmt, den kenne ich doch. Namen her auf jeden Fall. Der Adonis for Two. Ja, für zwei Personen kostet hier 137.990 Euro. Ja, und so wie hier steht, 142.279 Euro. Ja, hat man ein anderes Konzept, gerade in der Dinette. Ja, das liebe ich auch. Anderes Konzept mal ausprobiert oder probieren sie aus. Ja, aber hier erstmal wieder, hier ist ein Kühlschrank von Dometic wieder beidseitig zu öffnen. Was Schönes bei Robeta ist, man kann die Küche ausziehen. Ja, und hat eine tolle Erweiterung der Küche. Ja, und hat hier ein Brett, das er noch optional nutzen kann. Und hier drunten drunter hat sich die Spüle versteckt. Ja. Also sehr schön gemacht. Ja. Schiebt man einfach wieder ran, klickt und dann ist es wieder schöne Küche. Ja, hier probiert man sich ein bisschen aus, finde ich gut. Ja, bei der Dinette. Ja, man kann den Tisch ja ganz flexibel nach vorne packen. Ne? Und dann kann man ja hier die Füße hochlegen. Ja, ist ja für zwei Personen, deswegen auch for two. Ja, kann das wegpacken. Man kann sich auch hier auch nochmal hinsetzen, wenn man sich gegenüber sitzen, wenn man gegenüber sitzen möchte. Ja, das geht auch. Also nicht schlecht gemacht. Mhm. Ja, und das ist eher so für die Füße oder als Hocker gedacht. Ja, das kommt dann wieder hier ran. Ist mal ein anderes Konzept. Ansonsten, die Qualität ist natürlich sehr hochwertig hier bei Robeta. Ja, hier haben sie auch diese speziellen HDF-beschichteten Platten drin, die sehr, sehr leicht sind, aber vom Stoff her sehr, sehr groß. Ja. Gibt es noch Stauraummöglichkeiten, wo man sein Handy reinpacken kann und laden kann. Ja, also ein Querschläfer auf jeden Fall. Ja, hat mal oben noch vier Fächer. Ja, allerdings, wenn man hier querschläft, muss man aufpassen, ja, dass man sich hier oben den Kopf stützt, wobei ist ein ganz schöner Abstand hier. Ja. Und oben auch wieder ein Hegi-Dach. Ja, wobei in dem Falle ist es tatsächlich elektrisch mit einem tollen Van-Lüfter. Ja, dann schauen wir uns das Badezimmer an. Also merkt man schon Robeta, ne? Also für den Preis ist es natürlich auch hohe Qualität, aber das zeichnet sich auch aus. Ja. Schöne Schale hier, ja, tolle Armaturen. Ja, eine richtige Dometic-Toilette, also richtige, so aus wie eine Keramik-Toilette wie zu Hause. Ja, hier der Duschkopf. Ja. Hier hat man noch Staumöglichkeiten mit dem Spiegel. Ja, sehr, 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 sehr schön gemacht. Oben auch nochmal in der Toilette ein Hegi-Dachfenster. Ja. Und ja, von der Optik her schaut es euch mal an. Also wirklich toll. Allerdings auch ein stolzer Preis. Ja, das klappt man hier so zu, ja, wenn man unterwegs ist auf der Fahrt. Ja, dann verriegelt man das und dann kann auch nichts klappern. Ja, Stauraummöglichkeiten in der Küche habe ich noch vergessen zu sagen. Ja, hat man genug. Tiefe Schubladen, ne? Sehr tiefe Schubladen. Also Platz genug ist hier mit diesem tollen Gaskochfeld, aber geht es auch heutzutage optional als Induktion. Für die, die gerne auf Strom kommen wollen. Aber guck mal, wie schön das hier gemacht ist. Ne? Hier läuft das Wasser toll gemacht, runter. Ja. Ne? Hier läuft das Wasser runter, direkt in die Spüle rein. Ne? Und selbst wenn man es aufklappt, ne? Läuft es ja trotzdem noch in die Spüle rein. Ne? Genau. Ja. Also, das ist eine tolle Küchenanweisung, kann man gut arbeiten. Mhm. So. Hier habe ich noch vergessen, hier ist auch noch ein Fach. Ja, jo, ist ein Kleiderschrank, ein kleiner. Kann man auf jeden Fall was dranhängen. Das war der Robeta Adonis for Two. So, das war's wieder von uns. Wie hat es euch gefallen? Schreibt uns gerne das mal in die Kommentare rein. Abonniert unseren Kanal, dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos von uns. Genau, lasst uns einen Daumen nach oben da. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.